Leute, herzlich willkommen. Auf dem Kanal Stano Gaming. Und wie ihr hier schon sehen könnt, spielen wir heute mal eine Runde Minecraft. Beziehungsweise nicht nur eine Runde Minecraft, sondern das ist ein Projekt praktisch. Und ja, wir starten auch direkt mal dort rein, würde ich sagen. Genau. So, wir gehen jetzt erstmal. Diesem Dorf. Was dazu wichtig ist zu sagen, hier haben natürlich schon Leute drauf gespielt, ne? Weil das ist ein Minecraft Realm, also ein Projekt, praktisch, sag ich mal so, von ein paar Leuten aus meiner Klasse. Genau. So. Ich würde sagen, dass wir hier mal kurz ganz hoch gehen. Eigentlich hatte ich schon sehr viele Sachen, bin dann gestorben und dann hatte ich keinen Bock mehr jetzt weiter zu spielen und deswegen bin ich jetzt hier wieder am Spawn und muss mal hier ein bisschen nach Holz suchen. So. Auf jeden Fall war ich mit dem Boot so weit weg, dass ich nicht mal mehr weiß, wo ich inzwischen war. Also meine Sachen sind halt wirklich komplett weg. Ja, ich hoffe mal, das ist nicht zu laut. Ich mache das mal hier kurz ein bisschen leiser ein. OBS, damit das hier nicht zu laut ist. Weil es ist nicht dort laut, sondern einfach bei mir laut. So. Perfekt, dann sammeln wir immer Holz. Das macht ja jeder Mensch, wenn man direkt anfängt. Es werden natürlich hier auch Kämpfe geben, ne? Also wir werden hier auch kämpfen. Dies, das, ja. So. Dann können wir hier erstmal direkt Holz machen. Eventuell wird dann irgendwann auch noch ein Kollege von mir tatsächlich hier in den Videos sein. Ich habe aber erstmal gedacht, dass ich heute komplett alleine bin. Hier ist, glaube ich, jemand anderes drauf. Das ist auch einer von meinem Team. Also es gibt hier mehrere Teams. Der ist in meinem Team. Es gibt aber auch noch, wie heißt es? Andere Leute, die dann halt im Gegnerteam sind, aber das erfährt ihr dann immer irgendwann. So. Und Sticks. So. Perfekt. Was ihr auch wissen müsst, ist, dass die anderen teilweise alle auf Handy und, also beziehungsweise Konsole spielen. Ne? Ich spiele halt auf dem PC Bedrock. Weil die alle keinen PC haben. Weil hätten die einen PC, hätten wir natürlich auf der Java gespielt. Ich finde Java auch generell besser. Aber geht leider nicht. Weil die keinen PC haben, so wie ich. Aber ist auch nicht so schlimm. So, dann gehen wir hier mal hin und bauen erstmal ein bisschen Stein ab für den Ofen. Weil Essen ist ziemlich wichtig im Spiel. Da sammeln wir hier mal kurz Dings und machen uns dann gleich auch schon mal die ganze Steinsachen. So, einen brauche ich noch. Zack. Zack, zack. Dann machen wir uns hier einen Ofen. Braten hier schon mal mit Sticks. Das. So. Dann können wir hier ein bisschen Stein sammeln, damit wir uns Steinsachen bauen können. Und dann können wir auch schon eventuell nach Eisen suchen, würde ich sagen. Oder nach irgendwas anderes, muss ich da mal gucken. Also ich denke, erstmal ein bisschen Holz sammeln tun wir noch. So. Warte, ich kann jetzt erstmal hier schon mal die ganzen Dinge machen. Steinpickaxe. Und eine Axt ist auch ziemlich wichtig. Ups. So. Genau, dann machen wir das Schwert hier eben noch. Okay. Wert. So. Schaufel brauchen wir erstmal nicht. Weil wir könnten uns auch eine machen. So.
Habe ich eigentlich Federn? Die brauche ich erstmal nicht. So, dann haben wir ein bisschen Essen auf jeden Fall. So. Die Koordinaten hier, ne? Also hier oben rechts, also da, hier, sind verpixelt aus einem bestimmten Grund, weil die Leute sonst tatsächlich in meinem Video einfach gucken können. Deswegen ist das verpixelt. Also nicht wundern, warum da irgendwas verpixelt ist. Könnte auch mal sein, dass ich hier ein paar andere Dinge noch verpixelt, damit die mich halt gar nicht finden. Ne? Aber ich bin ja aktuell am Spawn, das heißt, hier finden die mich garantiert. Ne? Wenn die wissen, wo ich mich ausgeloggt habe und so. Also ich werde mich auch immer irgendwo anders ausloggen, damit die nicht wissen, wo ich bin und Fallen bauen können. Genau. Also dann können wir das jetzt hier alles mitnehmen. So. Ja, dann nehmen wir hier noch ein Schweinchen mit für mehr Essen. Und dann würde ich einfach mal hier in diese Richtung laufen, weil hier sind so viele Tiere, die man töten kann. Doch, auch Leder. Genau, Leder, danke. Leder brauche ich für Bücher und sowas. Das ist ziemlich wichtig. Es könnte auch irgendwann sein, dass dieser Server dann nicht mehr gibt. Das heißt, dass das Projekt dann auch irgendwann zu Ende ist. Warum ist hier eigentlich Holz? Sieht so aus, als würde hier irgendjemand reingebaut haben. Nehmen wir das Holz einfach mal mit. Wie Holz kann man gerne mitnehmen. So, da oben ist auch noch Holz. Dann gehen wir mal da oben hin. Es könnte halt echt sein, dass manchmal auch das Spiel einfach ein bisschen rumleckt. Deswegen ich jetzt mal kurz die Grafik hier ein bisschen ändere. Sichtfeld ist eigentlich nicht das Problem, sondern das hier, die Sichtweite. Ich mach das mal auf 40 Chance. Genau. Ja, vielleicht ist es dann ein bisschen flüssiger, wenn man hier nicht so weit gucken kann. Aber das muss ich auch noch ein bisschen alles anpassen. Mit der Grafik und sowas, dass es halt auch nicht mehr leckt. Also, genau. Also, wenn es Nacht wird, ist es ein bisschen problematisch. Aber sollte auch noch funktionieren. Ah, jetzt ist die Codierung wieder überlastet. Also das Dorf ist halt komplett kaputt. Also da brauchen wir gar nicht hingehen. Ich habe auch schon privat selber hier ein bisschen rumgespielt. Um zu gucken, was ist denn hier schon alles so? Genau. Wir müssen tatsächlich nochmal die Grafik ein bisschen umändern. Sichtfeld mache ich mal auf 60. So. Das können wir so lassen. Mache ich die Chance noch ein bisschen weiter runter auf 30 Chance. Aber das müsste jetzt perfekt sein. 200. Junge, so viel FPS habe ich auch nicht. Machen wir auf 60. Reicht. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen flüssiger geworden. Ah. Daher, dass ich jetzt die Dings auf 60 gestellt habe, ist das ein bisschen kacke. Das machen wir auf 80. Boah, ich dachte gerade, das wäre ein Enderman, aber es ist nur eine Hase gewesen. Alter, habe ich mich gerade erschreckt. Vor allen Dingen habe ich hätte mich gerade voll gewundert. Hä, ein Enderman? Okay, da ist Kohle. Gehen wir mal zu Kohle hin. Hier ist irgendjemand getötet worden, oder? Nee, oder der ist runtergesprungen, genau. So, hier ist Kohle. Müssen uns auf jeden Fall auch Eisenrüstung und sowas machen, aber das kommt halt noch, ne? Warum kriege ich hier keine Erfahrungspunkte? Ah, jetzt. Also, Bedrock Edition ist halt ein bisschen kacke, muss man einfach sagen, weil man halt so viele Sachen gar nicht machen kann wie in der Java Edition, ne? Vielleicht kennt ihr ja noch das Swarder-Projekt von Snoopy. Das wird auch irgendwann mal sein. Aber aktuell gibt es halt noch vier Leute, die wir brauchen. Wenn ihr das mal anfängt, keine Ahnung, weil man muss ja auch noch einen Server dafür haben. Und so, genau.
nicht perfekt. Also eventuell wird das Projekt noch dauern oder könnte auch wirklich möglich sein, dass es gar nicht mehr kommt. Ja. Muss man halt mal gucken. Es ist Nacht. Ich hasse es, wenn es Nacht ist. Ne? Vor allem, wenn man kein Bett hat. Habe ich eigentlich Wolle? Nö. Kein einziges Schaf getötet. Müsste man nach Schafen suchen, tatsächlich. Warte, ich könnte erstmal auch meine ganzen Essenssachen hier machen, damit ich Essen habe. Das brauche ich nicht. Kaninchenfell brauche ich auch nicht. Oh, damit. Das auch. So. Genau, dann können wir hier nämlich unsere Sachen warten. Beziehungsweise, ich würde das tatsächlich in der Erde machen, weil jetzt hier gleich die ganzen Mobs kommen und das ist ein bisschen kacke. So. Kohle habe ich ja, ne? Dann kann ich hier kurz X machen. So. Genau. 4. So, dann kann ich hier nämlich einfach die Workbench drüber packen. So, jetzt seht ihr kurz nix. So. Genau, jetzt habe ich hier nämlich die Workbench. Und unter mir packe ich jetzt Dinge hin. Den Ofen. So. Ja, kann ich hier nämlich alles braten. Habe ich jetzt so ein kurzes Multi-Dings gebaut. Ja, ich könnte eben kurz noch eine Schaufel machen. Falls ich eine brauche, aber ich weiß jetzt nicht warum. Packen wir mal ganz Glück dahin. So. Erde, warum habe ich denn Erde? So, meine ganzen Essenssachen kommen dahin. Achso, das ist gebraten. So. Gebratenes Hühnchen, Steak, Schweinekotelett. Ja, das muss ich noch machen. So. Perfekt. Kacke, jetzt habe ich die Fackel abgebaut, aber ist trotzdem hell wegen den Ofen. Also aktuell ist hier kein Gegner im Team, weswegen eigentlich nichts passieren kann, ne? Aber wenn dann halt jemand anderes mal da drin ist, ist eigentlich ziemlich selten, dass die in der Aufnahme sind, weil die Aufnahmezeiten ein bisschen anders sind, aber ich denke mal, so um 12 Uhr wird er da sein und da bin ich aber schon längst fertig mit dem Video, so, ne? So. Genau. Ich würde aber sagen, das war's erstmal mit dem Video. Wir bleiben jetzt erstmal hier drin, dass wir eine Base haben. Beziehungsweise so eine Art Base haben, dass hier erstmal nichts passieren kann. Genau. So. Dann suchen wir uns wahrscheinlich in der nächsten, also will ich in der nächsten Folge auf jeden Fall nach Dingen suchen, nach einem Bett, beziehungsweise Schafe suchen und dann ein Bett machen, dass ich dann die Nacht überspringen kann. Genau. Ja, Leute, das war's jetzt erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken, abonnieren und einen Kommentar da. Ich baue den Ofen jetzt wieder ab und packe hier eine Fackel rein, damit man wieder was sehen kann. Pack hier noch kurz einen Erdblock hin. Dass hier nicht auffällt, dass hier jemand drin ist. So. Zack. Okay, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord vorbei, der ist schon verlinkt. Jetzt habt noch einen traumhaften Tag. Ciao, ciao.